Skymarschall, Sir. Alle vollzählig zum Briefing und die Leitung steht, Sir. Setzen. Sie alle wissen, warum ich dieses Notfallbriefing einberufen habe. Vor einem Tag ist uns in den Ruinen von Buenos Aires eine Patrouille abhandengekommen. Vor wenigen Stunden haben wir die Leichen der Trooper gefunden. Es gab keine Spuren eines Kampfes. Was die Sache allerdings sehr prekär macht, ist die Art und Weise, wie die Trooper ums Leben gekommen sind. Frau Dr. Wolnikova, Ihre Ausführungen bitte. Nach der ersten Untersuchung sind die Organe der Männer kollabiert und ihre Schädel sind von ihnen herausgeplatzt. Den Grund dafür können wir noch nicht genau ausmachen. Es gibt allerdings Ähnlichkeiten zu einem Fall, der sich während der Kämpfe auf Grendato zugetragen hat. Damals hat ein Brainbug mehrere Männer aus einer Entfernung von einigen Metern verletzt und einen getötet. Er hat eine Tonfrequenz im Infraschallbereich ausgestrahlt, die starke körperliche Auswirkungen hatte. Hier könnte sich ähnlich verhalten. Das sind natürlich nur Mutmaßungen. Ehrlich gesagt tappen wir derzeit im Dunkeln. Wir können nicht genau sagen, ob Arachnoiden an dem jetzigen Vorfall beteiligt waren. Arachnoiden auf der Erde? Wenn dem wirklich so sein sollte, dann ist das eine Katastrophe. Wir können es nicht ausschließen. Auf jeden Fall müssen wir herausfinden, womit wir es hier zu tun haben. Es ist eine völlig neue Bedrohungslage. Es erinnert an die Vorfälle nach dem Absturz der Warden, wie dem auch sei. Wir müssen ein Team entsenden. Schröder? Sir, im Moment patrouillieren in den Ruinen von Buenos Aires junge Rekruten. Im Moment ist es so, dass dort an den Kratern, am Kraterrand, wir halb zerstörte und aufgegebene Industriegebiete haben. Das lockt natürlich Plünderer an. Unsere Rekruten verscheuchen die Momente, eine gute Übung. Aber auch die Patrouille, die verloren ging, das war nur ein Reserve-Sergeant und zwei Mann. Sir. Danke, Trooper. Weiter. Nun, egal was unten ist, es hat unsere Männer abgeschlachtet. Wir dürfen dort keine Neulinge hinschicken. Sir, wenn ich vorschlagen darf, ich weiß, dass sie eine Spezialkompanie hat, die für Sondereinsätze und für Aufklärung ausgebildet ist. Ich weiß, dass die Charlie Platoon bereit für den Einsatz ist. Und ihr Einverständnis vorausgesetzt, Sky Marshall, würde ich dieses Platoon persönlich ins Gefecht führen. Guter Mann. Danke, Sir. Stellen Sie einen Trupp zusammen. Sie wissen, was zu tun ist. Sir. Wegtreten. Melde mich ab. Such. Los. Da ist nichts. Komm. Oh Mann, ich liebe diese Green Tips. Ja, die hauen immer ganz schön rein. Flieger, schneller! Lass uns schneller gehen! Schubert, da ist ja meine Großmutter noch schneller! Reißen Sie sich mal zusammen! Tempo, Tempo! Jo, der Sieger ist bereits schon wieder. Antreten! Kommander Schröder, Sergeant Brown, ich melde Charlie Platoon beim Üben Bewegung in schwierigem Gelände. Verstanden. Danke, eintreten. Rührt euch! Trooper, ihr seid in groben Zügen informiert, um was es hier geht. Wir führen durch eine Aufklärungsmission in den Randbereichen von Buenos Aires. Wer allerdings glaubt, dass es hier ein Spaziergang wird, nur weil wir auf der Erde sind, der hat sich getäuscht. Vorgestern haben wir 3 Kameraden verloren. Wenn ihr glaubt, ihr habt den Job hier, weil ihr so verdammt sexy seid, dann habt ihr euch getäuscht. Ihr habt den Job, weil ihr die Besten seid. Oder zumindest die Besten, die wir zur Verfügung haben. Wir haben keine Ahnung, was uns da erwartet. Wir wissen nicht, woran unsere Kameraden gestorben sind. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen. Haben wir das alles soweit verstanden?
Servus, Sir! Sergeant, übernehmen. Männer wieder auf Position. Anflugvektor stabil. Zielkoordinaten erfasst. Erreichen Zielgebiet in T-5. Pilot an Cargo. Schröder, machen Sie Ihren Trupp zum Ausstieg fertig. Wir können nicht direkt landen, ihr müsst euch abseilen. War ja klar, dass ihr euch den Anzug nicht schmutzig machen wollt. Super, macht euch fertig, es geht los. Wir gehen mit dem Seil raus. Jawohl! Schon mit ihren Männern links rüber. Rundumsicherung. Auf geht's. Hopp, hopp, hopp. Bewegung. Kein Kindergeburtstag hier. Bewegt euch. Auf geht's. Flyer One. Alle Männer sind abgesetzt. Ihr könnt euch verpissen. Komm. Hier, Flyer One. Verstanden. Alle Mann sind abgesetzt. Wir verpissen uns jetzt. Viel Glück. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch Bastarde wieder abholen kann. Flyer One, kommen. Verstanden, Ende. Braun, zu mir. Die Türe 30. Jawohl. Die will ich offen haben. Jawohl. Auf geht's. Wolf, nach hinten sichern. Schubert, Krüger zu mir. Der Commander will diese Tür dort offen haben. Wir gehen folgendermaßen vor. Ich sichere nach vorne, Krüger öffnet die Tür, Schubert sichert nach hinten. Fragen? Keine. Ausführung. Auf geht's, bewegt euch! Wolf, hinten alles klar? Jawohl! Oh, scheiß Dreck! Krüger, was dauert das so lange? Ja, ist verdammt neu und deswegen ein bisschen kompliziert. Commander, Krüger sagt, das ist ein ganz neues Schloss. Weiß auch nicht, wo das herkommt. Wir haben's gleich. Macht hin. Jawohl. Ist offen. Okay. Bereit? Ja. Schubert, nachziehen! Wolf, nachziehen. Zügig. Jawohl. Hier, ich will euch zwei da drüben haben, dass ihr mir da links rüber sichert. Braun, zwei Mann in Starhawk, sicher da oben. Jetzt zwei Material nachholen. Krüger, Schubert, das sichern. Marsch, marsch. Hol mal die Karte raus. Commander? Treppe gesichert. Alles unter Kontrolle hier. Verstanden. Wie sieht's euch aus? Alles gut? Gesichert und vermint. Gesichert. So, wir wollen es uns hier nicht zu gemütlich machen. Braun, Sie bleiben bei den beiden Troopern hier. Schulze, ich will Funkkontakt zum Hauptquartier. Restmänner, mir nach. Hey, Rattenstein, ich habe die Idee, die Dominik, der Tower Trooper,
euch gehört? Okay, das waren keine von uns. Commander, hier Braun, kommen. Schröder hört. Sie haben eigenartige Geräusche gehört. Die kommen ganz sicher nicht von euch. Kommen? Können Sie die Geräusche orten? Aus welcher Richtung kommen die Geräusche? Kommen. Negativ, die Richtung lässt sich nicht exakt bestimmen. Ich glaube, es kommt aus den unteren Etagen. Kommen. Okay, Braun. Lassen Sie Schulz im Basislager. Sie und Krüger erkunden die Lage. Keine hastigen Aktionen, okay? Immer den Rückweg aufsichern. An der Kellertreppe aufpassen wegen den Minen, okay? Wir machen hier restlich weiter und kommen dann wieder runter zu euch. Komm. Verstanden. Schulz, weiter. Los, weiter Marsch. Okay, Krüger, du hast gehört. Fertig machen. Was ist das denn? Kommander hört, was liegt an, Schulze? Komm! Hier läuft was schief. Krüger und Braun scheinen Probleme zu haben. Ich höre Schüsse. Ich kann sie über Funk nicht erreichen. Was soll ich tun? Kommen! Sie halten die Stellung. Wir machen uns auf den Rückweg. Wir sind gleich da. Ganz ruhig bleiben. Kommen! Schulze verstanden. Ende. Okay, kommt. Wir müssen zurück. Geht's. Rundumsicherung. Nimm die Position ein. Bewegt euch. Wie sieht's aus? Braun und Krüger, sind die zwei zurückgekommen? Nein, die sind noch nicht wieder da. Krüger, Mensch! Krüger, was ist los? Hey! Hey, was ist mit Braun? Was ist mit Braun? Hey! Der ist weg. Wie geht es dir? Ist es dein Blut? Nein. Okay, komm, lass dich zusammen. Lass dich zusammen, ja. Mobile Infanterie, komm. Braun. So, wir gruppieren um. Schubert. Sie übernehmen Bravo. Auf geht's. Sie gehen durch bis Ebene 2 und 3. Ich will in den Keller, Ebene 2, 3. Ab mit den Männern, auf geht's. Team Bravo, auf. Krüger, Sie gehen auf voran, geht's, hoch. Sie folgen mir, auf geht's. Hinter mir bleiben. Krüger, reiß dich zusammen, hey. Schulze, auf geht's. Schulze, mach den Schluss, ist sicher nach hinten. Krüger, komm. Ruhig, Männer. Langsames Vorgehen. Wir wissen nicht, was da kommt. Bravo geht auf Ebene 2, 3 runter. Wir gehen noch ein Stockwerk tiefer. Auf geht's. Verstanden. Team Bravo, mir nach. Wir gehen in Ebene 2, 3. Einfach mir nach. Auf geht's. Team Bravo, vorwärts, Marsch. Hermann, du übernimmst den Funk. Verstanden. Übernehme Funk. Wolf, nach links sichern. Hier ist ja finster wie im Kuharsch. Mensch, Schnauze, Wolf! Habt ihr das gehört? Du Scheiße. Was war das denn? Weiter, vorwärts bewegen. Bravo, hier. Alpha, kommen. Hier, Bravo. Kommen. Wir haben hier was gefunden. Wir brauchen euch zum Sichern. Erkundung abbrechen, auf unsere Position zurückfallen. Komm. Bravo, verstanden. Komm. Verstanden, Ende. Dort vorn links und dann runter Richtung Team Alpha. Krüger, die Tür. Fertig. Ja. Auf. Was zur Hölle ist denn das? Ein Labor? Gibt's hier gar nicht hier. Schulze, check mal die Unterlagen hier, ob wir hier irgendwas haben. Oh, ich habe einen von den Wissenschaftlern hier. Alles weg, das ganze Hirn.
Krüger, was haben Sie jetzt schon wieder gemacht hier? Gehen Sie mal weg hier. Was ist damit? Da kann man jetzt durchschauen. Schauen? Was kann man hier schauen? Wow, das ist jetzt von der Kamera hier oben darüber. Das ist interessant. Ich sehe es alles, die ganzen Gegenstände außer den Anzügen. Schulz, Sie sind eine rote, wabernde Masse da hinten. Gehen Sie mal hinten ran, Schulz. Wow, Sie verschwinden komplett da hinten dran. Warten Sie mal, ich habe da eben was in den Unterlagen. Das müsste doch irgendeine Tarnung oder sowas sein. Und zwar, ja? Jetzt ergibt das alles einen Sinn, dieser Apparat, durch den Sie gerade da durchsehen, er simuliert, wie ein Bug sehen würde. Das heißt, man sieht durch diese Apparatur die Umgebung, wie sie auch ein Bug sehen würde. Ja, das heißt aber dann, dass die Anzüge von den Bugs nicht gesehen werden. Okay. Oh, das ist Bravo Team. Schulze, Sie bleiben hier und in den Unterlagen gucken. Krüger, Sie kommen mit mir. Was für eine Scheiße hier. Sterben wie die Fliegen und wir haben den Gegner noch nicht mal gesehen. Wir können hier nichts mehr machen, Krüger. Komm, sammle die Waffen ein und wir sehen, dass wir hier weiterkommen. Schulze hier, Schröder, komm! Kommen! Wir sind auf dem Rückweg und komm jetzt rein, komm! Verstanden, kommen! Verstanden, Ende! Schulze, was ist passiert? Was ist los, Schulze? Ach Gott, ich bin blind. Diese Waffe da, das ist ein Prototyp. Ich habe sie ausprobiert und wollte sie auslösen. Da kam ein Blitz und das hat mich komplett weggehauen und jetzt kann ich nichts mehr sehen. Also von außen ist nichts zu sehen. Oh Gott. Ich sehe Sterne und Funken. Komm, jetzt reiß dich zusammen. In den Unterlagen hier. Hast du irgendwas gefunden? Die Wissenschaftler, das ganze Labor, die gehören zu einer Paramilitäreinheit. Und die haben hier rumexperimentiert. Okay. Das ganze Labor, die haben Versuche gemacht. Und ein spinnenartiges Ding gebaut. Was, gegen die Bugs kämpfen soll. Wow. Was kann das denn? Es ist in der Lage, Opfer anzugreifen und aus der Ferne zu töten. Okay, Schulze, pass auf. Wir haben hier ohnehin ein ganz anderes Problem. Wir haben Bravo gefunden, allerdings nur noch die Leichen. Schädel alle weggeblasen. Wir sind jetzt auf uns gestellt. Was machen die Augen? Es geht langsam wieder. Okay, super. Wir haben hier zwei Anzüge da. Wir haben ja nur zwei. Aber ihr zwei, zieht die zwei Anzüge an. Schaden kann das Ganze auf jeden Fall nicht. Wir nehmen das Ding mit und dann schauen wir mal, was wir damit anstellen können. Auf geht's. Vielleicht bleiben wir ja auch unsichtbar dann. Vorne halt. Okay. Sie gehen weiter zur Dekontaminationsschleuse. Team Bravo hat dort Ausrüstung hinterlegt. Aufrüsten. Wir haben oben noch Munition. Sie warten dort auf mich. Sie gehen nicht allein voraus. Zu Befehl, Sir. Auf deiner 6.
Nein, das ist definitiv nicht von uns. Schau dir das an. Die K-12 hat immer den neuesten Scheiß. Das ist die zweite Generation des M3s. Fallout-resistent, Heat-Vision, TYT-GPS, Target-Tracking. Target-Tracking? Sexy. Das ist nicht nur sexy, das ist Next-Generation-Design. Next-Generation-sexy. Bam! Wow, wow, wow! Das ist definitiv Next-Generation-Design. Das musst du sehen. Krass. Bam! Namo, Emma M2, hochexplosiv und panzerbrechend. Bam, Baby! Bam, Baby! Pack das Ja ein! Gib dir sogar einen Doppelten aus! Seid ihr fertig? Ich wäre zum A-Programm gern wieder in der Base. Hier, das ist alles, was wir noch oben haben. Bereit, Sir. Gut. Wir haben noch ein Stockwerk für uns. Wenn sich das Vieh irgendwo verkrochen hat, dann da unten. Sexy. Irgendwas gesagt, Trooper? Nein, Sir. Auf geht's. Gehen wir. Was? Hier lang. Warte. Gemäß Gebäudeplan haben wir auf der 12. Halle. Da haben wir viel zu wenig Deckung. Verdammt. Sir? Ja. Sir? Wir setzen auf die Anzüge. Krüger? Sie gehen voran. Aber Vorsicht, Sie gehen kein Risiko ein. Bei Kontakt wieder zurücknehmen, okay? Köderspielen haben Sie uns in der Ausbildung aber nicht beigebracht, Sir. Machen wir jetzt einen Entomologe oder wie? Wissen Sie, wie die Panzerung für den Teil aussieht? Okay, ich wiederhole nochmal. Kein Risiko eingehen, Step by Step vorgehen. Und falls das Vieh Sie doch erkennen sollte, ja, dann wieder zurücknehmen. Klar? Kristallklasse. Alles klar. Schulze. Bei Kontakt, Vorstoß in den rückwärtigen Raum. Sir. Alles klar, let's go. Dann stellen Sie auf Einzelschuss. Kommen Sie zurück, Krüger! Krüger, verdammt! Sie kann nicht, Sir. Sie ist zu nah dran. Sie ist durch den Anzug geschützt. Krüger! Bam, Baby! Ja, klasse. Und nun? Die Kugeln, die sind völlig wirkungslos. Sie kommt da nicht raus, Sir! Kommen Sie zurück!
Schulze, was soll das? Hey! Hey! Schulze, lass das! Schulze! Krüger, Deckungsfeuer! Wechsel auf Blendwaffe! Trooper, Kopf runter! Feuer! Feuert auf jetzt, Krüger! Feuer! Krüger, auf Feuer! Schulze, komm hoch! Hoch mit dir! Immer weiter feuern! Feuer! Ich kann nicht! Bereit zum Feuern! Bereit zum Feuern! Los, komm schon! Ich will nicht! Ich kann nicht sehen! Feuer! Los, auf! Und die Kopf hoch aufgeht! Komm in die Waffe! Kopf hoch! Steh auf! Komm, Truppe! Hör auf zu jammern! Los, mach! Mach schon! Komm schon! Feuern! Schulze, kommen Sie! Schulze, kommen Sie! Schulze! Kommander? Kommander! Oh, Scheiße! Ganz ruhig. Ruhig, Kommander. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Das kriegen wir wieder hin. Bleiben Sie bei mir, Kommander. Scheiße, wo ist denn Krüger? Krüger? Ist umgekippt. Scheiße, Krüger. Ja. So ein Dreck. Ah. Mann. Scheiße. Scheiße. Oh Gott. Ich hole Hilfe. Charlie Platoon an Hauptquartier. Charlie Platoon an Hauptquartier. Hauptquartier, bitte kommen! Hauptquartier, bitte melden! Hauptquartier! Charlie Platoon an Hauptquartier! Charlie Platoon an Hauptquartier! Wir haben zwei Mann down! Hauptquartier, bitte kommen! Charlie Platoon an Hauptquartier! Charlie Platoon an Hauptquartier! Wir haben zwei Mann down! Dann schießen Sie mal los, Schröder. Ihren Bericht habe ich bereits überflogen, aber ich möchte das doch gerne von Ihnen hören. Sky Marshal, Sir, wir hatten wahnsinnig hohe Verluste. 6 Mann haben wir verloren. Die Lage war vollkommen undurchsichtig. Und so wie es aussieht, hätten wir auch beinahe auf Ihre zukünftigen Dienste verzichten müssen. Das war eine ziemlich knappe Geschichte. Ich habe schon abgeschlossen gehabt. Ich war der Meinung, das Ganze war durch. Zum Glück war es zum Schluss mehr Glück als Verstand. Und da hat er Schulze dazu beigetragen gehabt. Erzählen Sie meinem Sky Marshal, was Sie entdeckt haben. Tja, ja, durch die Entdeckung des Labors der Paramilitärs war es uns möglich, ein paar Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Tarnanzüge und die Prototypwaffen taten dann das ihre. Wenn ich da mal einhaken darf? Bitte. Wir haben die Ausarbeitungen und Berechnungen zwischen gründlich untersucht. Das ist tatsächlich ein genialer Ansatz, der dort verfolgt worden ist. Wir sollten dieser Linie unbedingt folgen. Daraus lassen sich völlig neue Waffen ableiten. Sicher, sicher. Erste Maßnahmen wurden bereits eingeleitet. Es ist schon beachtlich, was dort auf die Beine gestellt worden ist. Dennoch handelt es sich hier um einen kriminellen Akt. Unverzeihlich. Eine Gefährdung unserer aller Sicherheit. Diese Kriminellen werden sich der Todesstrafe stellen müssen. Es ist doch ganz einfach. Man muss eben aufpassen, was man tut. Das Militär, die Föderation, wird sich fortan dieser Technologie annehmen. Aber dann tun sie uns einen Gefallen und machen das Ganze ein bisschen handlicher. Wir sind noch auf dem Niveau eines Faustkeils und die Sache war nicht ganz ungefährlich. Zumindest wäre ein effektiver Blendschutz hilfreich. Ja, natürlich. Wir werden auf dem Oppenheim Test Center alle Hebel in Bewegung setzen, um daraus feldtaugliche Instrumente zu kreieren. Wir haben da schon was vorbereitet. Aber nicht schon wieder einen Spaten, oder? Schröder, ich bin froh, dass sich die Quacksalber wieder zusammensetzen konnten.
Sir. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie fit sind für den nächsten Auftrag. Selbstverständlich. Da bleibt nur noch eins. Schulz. Ich befördere Sie zum Corporal. Es ist mir eine Ehre, Sir. Wegtreten. Melde mich mit meinem Kameraden ab. Liebe Bürger, in der heutigen Sendung wollen wir uns mit einer Neuentwicklung aus der föderalen Entwicklungsabteilung für Waffentechnik beschäftigen. Dazu haben wir einen Gast, Captain Dr. Kowalski. Er ist ein Experte auf dem Gebiet der hybriden Panzerung und lebenserhaltender Systeme und er arbeitet im Oppenheimer Testcenter. Großen Applaus für Herr Dr. Kowalski! Ich freue mich, in der Sendung sein zu dürfen. Sie haben uns etwas mitgebracht? Oh ja, unsere Neuentwicklung, die alsbald in Serie geht und an die Truppe ausgegeben wird. Oh, einen Dreihelm. Nun bin ich aber überrascht. Und das soll etwas Neues sein. Ich dachte schon, Sie stellen uns schon wieder einen neuen Spaten vor. Aber nein, diesmal dann doch nur einen M3-Helm. Nun, ich denke, Sie urteilen vorschnell. Nur weil etwas nicht neu aussieht, heißt es nicht, dass es nicht auch neu ist. Dies ist unsere Weiterentwicklung, der M3-2-Helm. Ihnen sind mit Sicherheit diese beiden Verschlussklappen aufgefallen? Ganz ehrlich? Ich habe mich schon oft gefragt, was das ist, aber... Hinter Ihnen verbirgt sich der Mechanismus der modularen Lebenserhaltungssysteme. Ein Mechanismus? Unsere Neuentwicklung macht den M3 zu einem raumtauglichen Helm, der unsere Trooper adaptiv vor biotischen und abiotischen Faktoren schützt und in ihrem Aufgabenbereich unterstützt. Daher werden wir in der Zukunft auch in der Lage sein, die Bugs in Regionen zu bekämpfen, die bislang für unsere Spezies als überlebensfeindlich gelten. Das ist echt interessant. Zu seiner Ausstattung gehören 2 Befestigungsschienen für zusätzliches Equipment. Dazu habe ich Ihnen 2 Kameraden mitgebracht, um das mal zu demonstrieren. Der M3-2. Ein Helm mit innovativem Überlebensschutz und taktischem Echtzeitablink. Das Turn-by-Turn-GPS, eine adaptive Raum- und Zielerkennung, Lebenserhaltungsüberwachung, Target-Tracking sowie Gefahrenerkennungssensoren gehören neben der Thermaloptik zur Standardausstattung. Der M3-2. Die nächste Generation der mobilen Infanterie. Das ist ja wirklich mal was Neues aus dem Oppenheimer Testcenter, was unsere Gesellschaft weiterbringen wird. Mit diesen tollen Neuigkeiten verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Bürger. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Neues vom Oppenheimer Testcenter. Genau, wie ich zum Corporal befördert worden bin. Das dürfte Sie interessieren.
Jetzt aufpassen. Ja, unbedingt. Aufpassen. Eigentlich verlief der ganze Einsatz vollkommen glatt. Wir waren auf dem Weg zum Ziel, dachten uns überhaupt nichts Böses und plötzlich kamen sie von allen Seiten. Schulz! Schröder! Von allen Seiten, von sie waren dabei! Alter, ich war dabei. Ich mit meiner Einheit. Unauffällig von hinten angreifen. Da! Ich habe ihn schon 100 Mal gesagt, dass er nicht falsch lassen soll. Lass doch mal das Hirn rein. So, mein Lieber, nachdem ich gestern meine ganzen Aufnahmen von Kapitel 12 in die Tonne gehauen habe, unfreiwillig, muss ich den ganzen Spaß nochmal machen. Also, in diesem Sinne, du wirst von Schröder heute noch hören. Es waren ein paar Schwerverletzte, aber es ist nichts Dramatisches. Stand on, sir. All is complete with the breathing and the line stands, sir. Das war Schröder in der Szene Breathing. Und es ist eine Herausforderung. Ich hoffe, euch gefällt das, was ihr seht und hört. Und viel Spaß beim Schauen.